Wenn ich schon im Kasseler Umland wohne, dann wollen wir doch auch mal den Gebrüder Grimm Ehre erweisen und märchenhaft kochen. Und dieses märchenhafte Gericht nenne ich die schlafende Schöne auf einem himmlisch flauschigen Bett im Blumenbeet. Aber selbst in die Neuzeit übersetzt hört es sich noch lecker an, gefüllte Bratwurst auf Kartoffelstampf mit Kaisergemüse. Wie ich diese Schönheit ins Bett gelegt habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier laufen die Zutaten wieder durch, die ich in drei Abschnitte geteilt habe. Einmal für die schlafende Schöne, einmal für das himmlisch flauschige Bett und einmal für das Blumenbeet. Alle Zutaten könnt ihr auch nochmal unter diesem Video nachlesen. Als erstes wird die Zwiebel geschält, in Streifen geschnitten und in der Pfanne ein bisschen angeröstet. Nicht zu stark, sie soll nur ein wenig Farbe erhalten. Für die Füllung der Bratwurst wird die Bratwurst in der Mitte aufgeschlitzt, allerdings bleiben die Enden ganz. Dann wird eine Auflaufform leicht eingeölt und in diese Auflaufform kommen die Bratwürstchen rein. Dann geht's an die Füllung der Bratwurst. Als erstes die Baconstreifen rein, dann die gebräunten Zwiebeln. Als vorletzter Schritt kommen dann die Gewürzgurkensticks obendrauf und ganz zum Schluss wird das Ganze mit Käse bedeckt. Und dann geht es an den selbstgemachten Kartoffelstampf. Dafür werden erstmal die Kartoffeln geschält und mit Hilfe eines Dünsteinsatzes oder wie hier zu sehen mit einem Metallsieb über heißen Wasserdampf gedünstet. Jetzt kommt die Auflaufform bei 190 Grad Umluft für 30 Minuten in den Ofen. Die Kartoffeln sind nach rund 25 Minuten fertig gedünstet. Jetzt werden Milch und Sahne zusammengeschüttet und in einem kleinen Topf erhitzt. Gleichzeitig kann das Kaisergemüse schon mal nach Packungsanleitung gekocht werden. Die am besten noch heißen Kartoffeln werden jetzt durch eine Kartoffelpresse gedrückt oder mit einem Kartoffelstampfer zerstampft. Dann kommt die heiße Milch mit Sahne dazu, nach Geschmack mit Salz und Muskatnuss würzen und nicht vergessen, dann kommt natürlich auch noch die Butter oder die Margarine dazu. Alles gut vermengen und bis zum Anrichten abgedeckelt beiseite stellen, damit es heiß bleibt. Jetzt das Kaisergemüse abschütten und gut abtropfen lassen. Dann eine Pfanne aufsetzen, etwas Kräuterbutter rein, das Gemüse dazu und noch einmal durchschwenken. Und dann wird das Märchen zu Ende erzählt. Als erstes wird das Bett erstellt, ein Kopfteil, eine schöne dicke Matratze. Das Ganze wird aus dem Kartoffelstampf hergestellt. Dann kommt das Blumenbeet drumherum, das ist das Kaisergemüse und zum Schluss kommt die schöne obendrauf und das ist die gefüllte Bratwurst. Märchenhaft gut gekocht und angerichtet, so sieht das Ganze dann aus. Ihr haltet das Ganze für eine verrückte Idee? Na dann schaut doch mal hier oben in meiner Playlist Total Verrücktes. Da findet ihr noch viele weitere verrückte Ideen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.